Hallo, meine Kinder. Herzlich willkommen zu der Episode Nummer 8 von The Sims 4. Heute, wir haben eine neue Challenge. Wie ihr sehen könnt, es gibt die Melonda und die Patricia. Eine ist nude und die andere ist grau drauf. Und sie sehen abgefuckt aus. Und wer ruft mich an gerade? Meine Mutter, weil meine Mutter ruft mich immer an, wenn ich am fucking Streamen bin. I can't believe. Heute werden wir Melonda und Patricia, sie sind hässlich und die habe ich in der Community irgendwo gefunden und wir werden sie einfach bearbeiten, dass sie gut ausschauen. And that's on period. Punkt. Punkt. Ich würde sagen, starten wir mal los. Starten wir mal los. Und ich soll das retten? Girl, sie hat die gleiche Hängesocken wie ich. Ich dachte, das ist ein Schnauz, aber es ist eine Nase. Okay, Mama. Sie ist Freundin der Welt. Ich hasse die ganze Welt, weil ich kann nicht reisen. Ich möchte nach Paris und ich möchte Geld ausgeben. Sie ist fröhlich und sie ist aktiv. Ich würde sagen, das Gesicht werden wir auf jeden Fall ändern. Und ihren Körper lassen wir auch so. Ich möchte den Körper nicht allzu viel bearbeiten. Weil auch dünne Körper sind wunderschöne Körper. Nicht jeder muss unbedingt curvy sein wie ich. Ihre Füße sind gigantisch, sind fast wie meine hier. Plop. Moment, ich mache. Ist die Musik laut genug? I am not Tashora. Musica. Audio. Ein bisschen leiser. Anwenden. So. Jemand schreibt, diese Brüste, Schwerkraft lebt. So, das Erste, was wir machen, ich meine, sie ist sportlich, we love her. Dann sie hat so einen krummen Rücken. Was ist mit ihrem Rücken los? What the fuck? Wir nehmen die Brüste ein bisschen höher, okay? Weil ich meine, sie ist... Oh, so ist sie stolz. Sie ist ein bisschen unterernährt. Wieso hat sie so eine Kurve drin? Ich verstehe das nicht. Wie kann ich ihren Körper gerade ziehen? Hilfe. Oh mein Gott. Na, oh mein Gott, guck. Sie ist ein Flamingo. Okay, ich versuche ihren Po zu retten, but guess what? I can't. Ah. Okay, so sieht schon mal ein bisschen besser aus. Sie ist einfach skinny. We love her. Mensch, wie laut war das? Sie ist eine skinny legend. She is a flamingo stripper. So, ich würde sagen, den Körper sieht schon mal cute aus. Vielleicht Schultern minim weniger, Arme minim weniger. Und sonst, ich meine, sie ist sehr athletisch. Wir lassen ihr das. So, jetzt wir bearbeiten ihr gutes Gesicht. Wo soll ich anfangen? Zuerst schminken wir sie ab, weil... What the fuck? Und ihr Haare, einfach diese Guck von der Seite, wie sie... Girl, bye. Wieso sieht sie wie eine Giraffe aus? Sie so... Mit riesen Hals. Guck ihren Hals. Länger als der Penis meines Ex-Mannes. Und es sieht aus, als hätte sie was in ihre Backen versteckt. Queen. So, wir machen die Nase vielleicht ein bisschen schmaler, okay? Wow, diese Kurve. Ich wünschte, ich hätte solche Kurven an meinem Pobat. Sie hat sie an der Nase. Girl. Wie kann ich diese... Oh mein Gott, werde ich das überhaupt schaffen, dass sie menschlich ausschaut am Ende? Ich bin gar nicht sicher. So, Kiefer.
Okay, jetzt hat sie mindestens ein Kiefer, okay? Das ist schon mal ein Anfang. Augenbrauen nehmen wir. Oh, guck, wie hässlich sie ausschaut. Sie so, ich werde dich in deinen fucking Schlaf umbringen. Bitte, no. Oh, sie sieht schon mal freundlicher aus. Sie ist cute. Ihre Lippen sind ein bisschen. Ah. Girl, was kann ich mit deiner Nase anfangen? Voldemort ist gerade schock. Voldemort hat sich im Grab umgedreht. Girl, what the fuck? What the fuck? Wie soll ich sowas retten? I don't know. Ich will deinen Mund. Ja. Jetzt machen wir. Kann ich diese Nase retten? Police! Oh, okay, das ist ein bisschen zu viel Surgery. Oh, langsam ist Voldemort Voldertina. Schreibt ihr in den Chat gerade etwas? Funktioniert da? Der Chat war gerade tot. Bei Twitch anmelden, Bitch. Mein Moment. Das dumme Spiel sagt, dass ich mich bei Twitch anmelden muss. What the fuck? Weil ich kann eure Chats nicht mehr lesen. De Ghetto. So, funktioniert jetzt der Chat? Wir haben gerade mega Probleme in der Chat. Schlimmste Leben hier. Verbindung zu Chat. Ah, jetzt. Okay. Sorry, die Chat hat nicht mehr funktioniert. Es tut mir leid. So. Könnt ihr mich gut hören? So. Ich weiß nicht, wie ich sie retten kann. Wie kannst du eine Nase normal daraus machen? Aus sowas. Es ist so hoch. Oh, jetzt langsam kommt's. Okay, sind wir sicher, dass langsam kommt? Okay, die Nase sieht cute aus. Sie sieht einfach gewesen aus irgendwie. Es tut mir mega leid für sie. Wie soll ich sie retten? Ja, langsam kommt. Sie sieht ein bisschen. Girl. Oh mein Gott. Okay, jetzt mach. Wie kann ich deine dumme Pupillen größer machen? Ah. Oh mein Gott, sieht sie menschlicher aus jetzt? Die Augen sind creepy. Der Tschru, sie sieht irgendwie wie ein Strauß aus. Und die Lippen sind immer noch abgefuckt. Wie kann ich diese dumme Lippen. Ich kann sie nicht breiter machen. Police! Ah! Oh. She said. Danke, Totoro, für die Bits. Ich kann ihren Mund nicht retten. Ich denke, sie ist cute so, oder? Am Anfang war sie doch viel schlimmer. Kann ich ihre Augen umdrehen? Help! How can I drehe die Augen? Ich kann die Augen nicht drehen, dahin. Oh. So sieht sie doch gut aus. Ihren Kopf ist irgendwie gigantisch für ihren Körper, but I guess it's normaler. Jetzt machen wir den Kopf kleiner.
ein bisschen Wangen, oder? Kann ich, Girl, kann ich deine Wangen ein bisschen vergrößern? So, wie finden wir sie? Sie ist so... Jemand in der Chat? Wart, was habt ihr geschrieben? Lady Kitty schreibt, die Enten sind schuck. Ich denke, so sieht sie gar nicht so schlecht aus. Wenn wir sie ein bisschen schminken und ihr eine gute Frisur geben, vielleicht sieht sie wirklich gar nicht so abgefuckt aus. Ui, wieso sind ihre Augenbrauen... Wieso sind ihre Haare in die... Mein Gott, von der Seite, sie sieht aus wie ein fucking Unfall. Was kann ich machen? Ich kann es nicht retten. Wieso kann ich sie nicht retten? Ich kann sie nicht retten. Ah. Was ist mit ihr los? Und die Haare sind in ihren Arsch. Und sie heißt Antonia Alarcón. Sie sollte nicht Alarcón schreiben, sie sollte Antonia fucking Rattefalle heißen. Rattefalle. Ihr Gesicht ist so breit, I can't believe. Wieso ist ihr Gesicht so breit? Ihr Gesicht ist mega breit, aber ich kann das nicht... Oh, Girl. Sie ist in der Aufzug, es macht wut. Wut. Ich denke, von weit weg sieht sie nicht schlecht aus, komm. Sie sieht so... Vielleicht die Maske hilft. Ich meine, diese Maske hilft schon. Mach ihre Stirn weiter rein. Oh. Wie kann ich ihre Stirn weiter rein machen? Es geht ja nicht. Ach, mein Gott. Okay, bye. Sie bleibt. Sie hat einfach einen großen Kopf. Mein Kopf ist auch mega viereckig. Dieses Video ist von unseren Depressionen gesponsert. Ihr werdet sehen, ich gebe ihr eine süße Lidschatten. Süße Lidschatten. Jo, wieso sind ihre Augenbrauen weiß? Wer hat ihr das? Wer hat ihr gesagt, dass das okay ist? Sie hat ein bisschen Bubble. Ich möchte, dass sie einfach cute ausschauen. Ihr Face ist ein hot mess, skinny legend. Ich habe versucht, ich schwöre es euch, ich versuche mein Bestes mit dieser Frau. Aber es ist wirklich nicht einfach. Ihr müsst mich glauben. Wenn ich euch sage, dass es nicht einfach ist. Wow. Nicht mal die Lashes können sie retten. Ew. Was ist mit ihrer Stirn los? Gibt es vielleicht... Mein Gott. Ja, sie ist nicht sicher, was sie mit sich selber anfangen soll, ehrlich gesagt. Ah, diese Lashes sind cute. Oh, diese Lashes sehen cute aus. Ich weiß nicht, wieso ich ihre Stirn nicht bearbeiten kann. Oi. Jo. Jo. Ist jetzt bearbeitet? Ja, ist schon besser, die Stirn. Ne? Ist nicht besser? Jetzt müsste nur ein bisschen breiter sein. Sie sieht trotzdem schlimm aus. Sie sieht so schlimm aus. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich ziehe sie an und ich mache die andere. Vielleicht haben wir mehr Glück. Ganz ehrlich, sie sieht so schlimm aus. Ich wollte nur das Beste für sie. Wir kommen später auf ihr noch zu. Oh, Girl, was ist das? Sie soll lieber ein paar Hosen anziehen. Das sieht so schlimm aus. Ich gebe ihr ein bisschen breitere Hüften, period. Ich möchte nicht übertreiben, nur ein bisschen. So. Sieht eher aus.
hübsche High Heels, das ich ihr geben kann. Ich kann nicht mehr. Ich schwöre es euch. So. Das ist das, was ich aus der ersten Sie machen konnte. Sie ist, ihren Pferdeschwanz ist zwischen ihrem Po und dem vorderen Teil. Frag mich nicht wieso. Das ist das, was sie rausgekriegt haben. Jetzt kommt die zweite an. Ich kann nicht mehr. Wieso bin ich das? Wieso bin ich das? Wieso bin ich das? Vor meiner Nasen-OP, sie ist eine Ente. Sie ist eine Ente. Ich liebe sie. Und ihren Körper ist karessi. Was ist los? Rafa ungeschminkt, ich schwör. Oh mein Gott. Ich meine, die Hüfte, we love, aber die Beine sind ein bisschen dünn, gell? Was ist los mit dir, Girl? Ich meine, die Hautfarbe, we love, we stand. Aber wir ändern das in eine vielleicht minim gesündere Hautfarbe. Und ich sage das, man kann ihre Hautton gar nicht bearbeiten, weil sie lebt schon. So wie ich das nicht bearbeiten kann. Ah, das ist ihre Hautton. Ich soll das Beste aus einem grauen Mensch machen? Okay, komm, ich gebe dir mindestens... Oh, Girl, zu viel Bier. Vielleicht nicht übertrieben. Mein Gott, von der Seite. Guck ihr Gesicht. Ich meine, Hüfte will auf. Aber, ach Gott. Das ist too much. Das ist too much. Okay, das hat wirklich nicht wirklich geholfen. Girl. Wenn der Penis meines Sexmannes, wenn er mich nicht gesehen hat und wenn er mich gesehen hat, so dumm. Girl, es tut mir so leid für dich, wer dir das angetan hat. Sie sieht aus wie Mr. Bean. Tido. Irgendwie sieht sie ein bisschen aus wie eine Ratte. Oh mein Gott. Kann ich versuchen, eine normale Nase daraus zu machen? Also machen wir das Beste draus. Meine beste Freundin meint, das geht hässlich aus. Das kann nicht hässlich ausgehen, wenn es schon hässlich ist. Ich kann die Spitze nicht kleiner machen. Bitch. Bitch, I'm calling the police. Ich will die Spitze doch einfach nur verkleinern. Help. Nicki Minaj David schreibt, she said, Maus. Okay. Okay. Der Kiefer ist ein bisschen lang. Ah! Ah. Wenn du zu schnell gegen die Wand rennst? Wenn du zu schnell gegen die Wand rennst? Ich kann nicht mehr. Wirklich. Girl. Ich schwöre, Voldemort ist nicht happy gerade. Voldemort ist wirklich nicht... Wie kann ich jetzt das retten? Oh mein Gott, ich habe ihr Gesicht zerstört. Girl, wie kann ich wieder... Ah. Ach, so sieht nicht schlecht. Oh. Ihre Wangen erinnern mich an eine gute Freundin von mir. Ah, von der Seite sieht sie gar nicht so schlimm aus, oder? Ihre Augen sind ein bisschen groß. Schrudo. Was ist so? Ah, das ist cute. Das ist cute. Sie haben alle also abgefuckte Munde. I'm actually done. Soll sie ein bisschen ausschauen, als hätte sie... Ich kollabiere. Melinski schreibt, ich kollabiere. Me. Ein bisschen...
Fehler, weil wir leben ein Fehler. Jetzt sieht sie cute aus. Oh mein Gott, ich liebe sie. Sie sieht so cute aus. Sie ist weiß, das ist meine Hautfarbe. Oh mein Gott, sie sieht, von der Seite sieht sie cute aus. Sie sieht cute aus. Stell dir vor, ihn mit Haare. Oh mein fucking Gott, she fucking did. Oh mein Gott, Mama, hey, work Mama, yeah, slay my life Mama. Sie sieht gut aus. Okay, ihre Haar-Ding gehen bis dort hinten, but guess what? Looking good. Ich kann leider ihren Auto nicht entdehren. Das sind Sisters. Sisters from another Misters. From another Misters. Was für eine fucking Frisur soll sie haben? Diese Frisur we love. Aber ich will, dass sie blond ist. Oder sollen wir sie pinkhaarig machen? Oh mein Gott, ja, wir machen drauf das Plastic Life. Ich wünschte, ich hätte so hübsche Haare. Sie sieht richtig gut aus. Außer, dass sie fucking weiß ist. But guess what? Ist okay, wir lieben jede Hautfarbe hier in diesem Spiel. Period. Period. Oh, ich kann ihre Hautfarbe wechseln. Ich kann sie menschlich machen. Vor 2 Sekunden sagt sie, ich liebe ihre Hautfarbe. Oh, oh mein Gott. Shaboya. Pikopoya. Kann ich ihre Hüfte ein bisschen breiter machen? Sie sind irgendwie nicht breit genug. Ihre Augenbrauen sind ganz komisch. But guess what? Sie hat keine. Sie sieht so cute aus. Wirklich. She is a legend. A skinny legend. Ihre Taille, I don't like. Irgendwas. Bei den Körpereinstellungen. Ich kann ihren Körper nicht dünner machen. Ihre Taille ist noch nicht meins. Ist noch nicht meins. So, jetzt wir schminken sie, weil Schminke ist das Beste an dem ganzen Ding. Deswegen sehe ich gerade wie ein Golem aus. Wir geben ihr Ghetto-Ohrringe, Diamanten, because she is rich. Oh, wieso gehen immer diese fucking Wimpern in den fucking Kopf drin? Sie haben alle so einen riesigen Kopf. Jetzt. Boah, sie sieht irgendwie trotzdem schlimm aus. Ich bin einfach, Gott sei Dank, ich bin kein Chirurg. Gott sei Dank, ich bin kein Chirurg. Ihre Nase, 20.000 OPs hat sie gemacht. Hello. Hello. The bigger the hoops, the bigger the hoops. Ich schwöre. Ohrringe größer als Autoreifen. Okay, she said, what the fuck. Ich hasse sie, period. Und diese Lashes sind vielleicht ein bisschen zu lang. She said, Spinne. She said, Spinnli. Okay, welche Lashes nehmen wir für sie? Ich will schon ein bisschen Drama. Weil ich meine, sie sieht schon ein bisschen besser wie ihre dumme Schwester aus. Jo. Okay. Habe ich diese schreckliche Wimper runtergeladen? Man sieht sie gar nicht. Girl, girl, bam, I don't care. Sie bekommt die Full Face. Done. Ja, weil sonst ganz ehrlich. Wenn du nicht so lange Lashes hast. Oh, Omaru schreibt, man merkt, sie ist das Lieblingskind. Trudo. Trudo. Ich bin stolz auf sie. Sie wird eine Karriere in Magic. Sie wird eine Zauberin. Eine, I don't know. Ich labere viel. Ah, oh, wie cute! Slay my life, bitch! Bisschen zu viel Rouge.
Kann ich braun machen oder soll ich mich selber in die Luft jagen? Ich hasse sie trotzdem irgendwie. Jo. Ihr Lachen ist cute. Sie sieht aus wie Anastasia von Cinderella. Die böse Schwester. I'm done with her, actually. I'm done. Crack Barbie Joy. Bitch. Trudeau. Was sollen wir sie anziehen? Ich meine, wir werden sie gleich beide anschauen. Und ich bin eigentlich ganz stolz auf das, was wir gemacht haben, weil ich meine, soll sie wirklich eine halbe Star-Ripperin sein? Irgendwas mit ihrem Körper ist komisch. I don't get it. I don't get it. Irgendwelche Proportion ist nicht korrekt. And I'll name them. And I'll name them. Komm, sie bekommt die Fendi Outfit. Nein, das ist cute. Das passt für sie. Cute. Fendi on the floor. Cute! Cute. Jetzt High Heels und let's go. Soll sie... Was sind das für High Heels? Jo. Okay, nein, bestimmt nicht. Soll sie Stripper High Heels bekommen? Yes. Die so groß sind, dass sie nicht mal in die Erde ganz passen. Ah. So, sie bekommen Louboutins. Wie sollen wir sie nennen? Ursulanda. Ursulanda. Da fuck. Oder? Ich meine, wir haben dann Antonia Rattenfalle. Rattenfalle. Sie sieht auch nicht so schlecht aus. Ich meine, sie sieht trotzdem halb demoliert aus, aber guess what? Und Ursulanda the fuck. Girl, ich hasse sie beide nicht. I love them. Wir speichern und für das erste Video von heute. Guck, oh mein Gott, wie cute sie sind. Sie sind so süß. Für alle jetzt, die im Livestream seid, bleibt noch dabei. Und für alle, die gerade von YouTube gucken, es war eine Freude, da zu sein. Das ist das Ende von dem heutigen Video. Alright. Vergiss nicht, meinen YouTube-Kanal zu abonnieren. Glocke aktivieren. Gucke die Werbungen durch. Weil Mama braucht eine Million Followers. Wir sehen uns mit dem nächsten Video, der wahrscheinlich beschissener sein wird. Alright. Wir sehen uns ganz bald. Und Baba, the motherfucking Doa. Uno, dos, tres.